Brudis, tut mir leid, ich muss ja einmal durch. A Frog, darf man da vorbeifahren schnell? Nein. Was habe ich getutet? So Friends, willkommen zu dem Video. Das ist halt vielleicht einmal ein bisschen anderes Video, weil ich mir nämlich ein paar Gedanken gemacht habe. Meine Freundin ist halt mit dabei, Tommy ist auch hinter mir. Der fährt aber hinter mir, weil wir den Kennzeichen verwechseln. Das spare ich mal ein bisschen Arbeit. Worum es in dem Video geht oder was ihr eigentlich vorhabt nach dem Intro. Ah, Fliege in der Brille. Ah! Teufel. Anyways, egal. Auf alle Fälle, was ich mal überlegt habe, Top, für die Zukunft. Wir gehen ehrlich gesagt ein bisschen die Videoideen aus, was wir uns dran konnten. Also zumindest die Videoideen gehen wir ja heute nicht aus. Aber die Abstände dazwischen. Dritter Gang. Die Abstände zwischen den Videos oder wann wir heute oder wann ich heute ein Video euer drehe, sag ich einmal, möchte ich ganz gern überbrücken. Und zwar wie in dieser heutigen Folge möchte ich auch ganz gern einfach mal mehr Videos bringen von so random Stuff. Quasi so, wenn ich einfach mal fahre, Kamera drauf und zu dem, was ich halt sehe, kann ich ja mal was sagen. Ich habe immer noch die Fliege in der Brille. Was ich sagen wollte, ich muss die GoPro viel öfters mitnehmen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen ein Nonsens ist oder wenn es jetzt nicht ganz so, ja, nenn ich mal, professionell vielleicht sein kann, rüberkommen kann. Auch wenn es völlig ohne irgendein Thema ist, explizit. Aber zum Kommentieren gibt es ja immer was. Wie zum Beispiel grüne Wiesen und der bremst. Umadohe. Nein, vorab schon mal, um auf die Kernaussage zu dem Video zu kommen, da müsst ihr euch das nicht ganz so schauen. Vor wie vor, dass ihr die GoPro öfters mitnehmen, anschaut und einfach mal frei Schnauze redet. Weil das Ding ist nämlich, wenn ihr jetzt wie beim Öltemperatursensor oder beim Dekorumbau vom Maxe, da habe ich mal, ja, zwei, drei Tage vorbei, habe ich mal immer so eine Art Skript quasi im Kopf zusammengereimt, welche Punkte ich ansprechen könnte. Und das möchte ich aber persönlich eher weniger haben. Das ist jetzt nur bei großen Videos oder wenn jetzt irgendwas Besonderes ansteht oder wieder Umbau. Ihr wisst schon, was ich meine. Bei großen Sachen heute, da überlege ich mir das recht gern, dass sie auch auf das gewünschte Ergebnis kommen, was sie haben möchte im Video oder wie das wieder ausschauen sollte am Ende. Aber ab sofort, heute das erste Video, einfach ohne Konzept. Das kann jetzt vielleicht auch in die zukünftigen Videos vielleicht auch ein bisschen verwirrend wirken, wenn jetzt irgendwie plötzlich ein Themawechsel kommt oder wenn ich plötzlich komplett woanders bin. Da wo sie nicht welche Videoschnipsel ich zusammenschneide, der ist halt einfach dann Freischnauze. Wir fahren hier durch die Gegend und schauen, was passiert. Und das Spannende, das kommt quasi dann in dem Video. Auf alle Fälle heute. Der Plan ist, ich möchte mit meiner Sony-Kamera ein paar Testbilder machen. Dazu fahren wir jetzt zum See, wo ich mir dann wieder ein bisschen mehr rantaste in Sachen Fotografie. Learning by doing, je öfter ich das mache. Und wie gesagt, bei die Random Stuff Video nenne ich es einmal. Oder einfach Kategorie oder wie nennt man das nun mal? Rubrik. Rubrik was, genau, Rubrik Random Stuff, habe ich mal gestern ein paar Gedanken gemacht gehabt, wo ich mal denke, ja, ich bin gestern schon gefahren, habe ich für mich dann in meinen eigenen Gedanken, habe ich dann schon recht, es hört sich zwar saublöd an, da habe ich recht viele Sachen gehabt, worüber ich reden hätte können und dort zu den Themen möchte ich einfach die GoPro mehrer mitnehmen, wie zum Beispiel hier, wow, Kurven fahren. Gut, mit Sozius vielleicht ein bisschen Piano, aber ihr wisst schon, was ich meine. Einfach die GoPro ein bisschen öfters mal hernehmen in die Random Stuff Videos. Das ist dann quasi ohne Konzept, was ich mal 2-3 Dog wie in den anderen Videos mehr oder weniger im Kopf ausarbeitet habe. Sondern der ist halt dann einfach so Freestyle. Der ist halt dann einfach so Freestyle, wo ich mir denke, ja, es ist halt dann. Ich finde es fast cooler. Einfach so ein bisschen frei Schnauze, wenn ihr irgendwas zum Kommentieren habt, wie zum Beispiel der mit seinem Voglo vor mir, rückt dem so schon. Sprachen lernen, Bubble. Regt er mir ein bisschen auf, aber ich bin gut gelaunt, Wetter ist gut, gestern war es ein bisschen schlechter. Und wir fahren jetzt zum See, morgen ein paar Testbeetle. Stopp. Also ich hätte mir gedacht, da kommen wir ein bisschen weiter fahren. Ach komm, leck mich. Da müssen wir doch außen um mich fahren. Ich hätte mir gedacht, dass wir bis zum See um mich fahren kommen. Dass die Scheiße da steht, habe ich jetzt nicht gewusst. Hättest halt was gesagt. Oh, mal außen um mich her. Ah ja, Tom ist auch dabei. Habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Und meine Freundin ist auch dabei. So, Knut. Ja, danke.
Ja, sicher. Brudis, tut mir leid, ich muss ja einmal durch. Ja, macht ein bisschen Warmblinkerlag, super schön, ja. So, lasst mich vorbei, merci dir. Ja, für andere Leute ist das ein Highlight und ja, wir kennen uns heute, ne? Aber wenn ich ehrlich bin, wenn ich sowas nicht jeden Tag sehen würde, ich glaube, ich würde auch ein bisschen machen. Wenn ich jetzt nicht von da war, bin ich auch Urlauber war. Miau! Der ist ja noch hinter mir. Ah ja, wie lange die Random Stuff Videos gehen werden oder wie viel da kommen werden, muss ich zeitlich auch mal schauen, weil nämlich privat, zeitlich ist das Ganze ein bisschen schwierig. Überholen. Da ist eine Ampel? Der fährt da überhaupt rein? Ja. Hä? Also das ist grün, da gehen wir vorne, oder? Ja. Sollte man mal fragen, hey. Schön, dass die Ampel grün ist. Ach, frag. Darf man da vorbeifahren schnell? Darf man? Sehr gut. Nope. Ach so, Freundlichkeit. Liegt im guten Wetter. Merci. Cool. Ja, fragen kostet nichts leid. Und wenn du jetzt den Saublad oben gemacht hättest, der hat auch gesagt, verp*** dich heute. Deswegen immer freundlich sein. Hihi. Ja. Ich bitte darum. Nein. Was habe ich getutet? Möchte ganz gerne mal was probieren hier. F22, ich probiere mich da einfach mal. Bin ich da 16:9? Was passiert, wenn ich da... Um Gottes Willen. Dann schauen wir mal, ob das was geworden ist oder nicht. Blinken. Nochmal, ich habe nicht zugehört. Na, bei mir ist es ein bisschen schwieriger oder ungenauer, weil ich... Stimmt, Dichtigkeit können wir mal probieren. Weil wir haben nämlich letztens beim Tommy Öltemperatursensor nachgerüstet. Ah, einen leichten Ansatz hat es, glaube ich. Ich kann mich aber auch täuschen. Ach, dann schaut es nur so aus. Aber beim Tommy haben wir nämlich, wann war das? Samstag Öltemperatursensor montiert, wie ich es bei mir auch gemacht habe. Und zwar ist der da auf der Seite. Werden wir jetzt wahrscheinlich nicht sehen. Da hinten ist er versteckt. Und bei mir schaut die ganze Gaudi ein bisschen anders aus. Beim Kettenspanner ist bei ihm. Und bei mir, ich hab's euch eh im Video schon mal gezockt gehabt. Und zwar da das fette Teil. So schaut der bei mir aus. Bei mir ist er ein bisschen ungenauer. Beim Tommy ein bisschen genauer, weil bei mir ist Kontakt zum Öl jetzt vielleicht nicht ganz so gegeben. Damn boy, nice bike! Willst du die Abmoderation machen? Nö. Geht's Luis? Nö. Naja, anyways, Freunde. Dann war's das für heute. Dann beende ich das Video mal hier an dieser Stelle mit dieser schönen Aussicht. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, ob ihr sagt, Alter, lösch dich. Oder ob ihr sagt, ja, kannst machen, ist recht cool. Wenn es euch gefallen hat, Like da lassen, Abo, Glocke, ist bis zur selben, brauche ich ja gar nichts mehr sagen. Dann sehen wir uns beim nächsten Neu. Und Blinker haben wir keinen, oder? Nö.